Herzlich willkommen zur Online-Meditation. Wir werden wieder schauen heute, wie wir die Aufmerksamkeit jenseits unserer Wahrnehmung bewegen, unserer Wahrnehmungsgewohnheiten. Und nehmen uns wieder ein bisschen Zeit für das Sitzen. Geben uns die Möglichkeit, im Sitzen anzukommen. Freizugeben, offen zu lassen, was es braucht, damit alles ins Fließen kommen kann. Kontakt aufzunehmen mit uns als Ganzes. Zu schauen, was alles dazugehört heute. Die Luft wieder durch den Mund fließen lassen. Und schauen, was alles ins Lot fällt, auf der Ebene von Atem und seiner Bewegung. Auf der Ebene von unseren Wirbelkörpern.
auf der Ebene von der Aufmerksamkeit. Und auch in Bezug auf die Sinneshierarchie. Was da ins Lot fallen will. Welche Überbetonung der Sinne aufhört. Wenn die Augen zu sind und die Absicht auf Freigeben und Durchlässigkeit größer wird. Dem folgen. Und wir merken, dass sich irgendwo etwas staut in meinem Gelenk oder sonst wo. Einfach ein bisschen tiefer in Kontakt mit uns hineinbewegen. Und aus diesem Kontakt heraus
Veränderung einer Position oder so einleiten. Je mehr wir den Dingen erlauben, ins Lot zu fallen, auch der Wirbelsäule, auch den Rippenbögen, der Kopfstellung, der Sinneshierarchie, das zu mehr Selbstverständnis entstehen für diesen natürlichen Prozess des Ausgleichs, Selbstausgleichs. Der Selbstausrichtung. Dann mit diesem zunehmenden Gespür für Mitte, für Ausrichtung, für das Ankommen. Selbstverständnis, dass die Dinge ins Lot fallen. Kann dieses Vertrauen stärker werden? Fähigkeit für Veränderung.
wenn das möglich wird, dass die Sinne sich entleeren, die ins Lot fallen, können die sich entleeren. Die Sinne entleeren und sich weiten lassen. Je mehr sich ein Sinn entleert und weitet, desto mehr ist der Wahrnehmungsinhalte los. Den er sich normalerweise stabilisiert. Und dann über alles, was wir normalerweise nutzen, um uns zu stabilisieren mit dem Hören, durch Loslassen, hinwegkommen, unser Hören offener, freier, ganzheitlicher und körperlicher wird, zellulärer. Anfangen ganz auf neue Weise ganz in unser Hören reinzupassen. Und dann unser Hören
zum Werkzeug werden kann. Ganz reinpassen. Dass er über diesen Sinn das hinbekommen, uns komplett zu überwinden. Dass wir uns immer mehr aufhören, uns so freilassen, dass wir aufhören können, unser altes Selbst zu sein. Und dann noch unser Hören so groß werden lassen, dass unsere ganze Welt reinpasst. Und wir uns in den hörenden Kontakt mit ihr hinein entspannen. Und oft, wenn unsere Welt laut ist oder unangenehm, akustische Signale oder Inhalte vermittelt, machen wir zu. Und dann werden wir zum Zuhörer. Und mehr von dem, was wir kennen und wissen und verurteilen, wird zu unserer Realität
einmal mehr dazu geprägt. Und dann hören wir auf, zuzuhören und beginnen mit dem Aufhören unserer Welt. Mit der Absicht, sie zu befreien von unseren Prägungen, von unserem Wissen, von der Zwanghaftigkeit unserer sich immer wieder wiederholenden Reaktionsmuster. Immer mehr merken, wie in sich das Hören verkörpert. Auch unser Rücken, unser Becken, unsere Beine mit da drinnen sind. Durch Präsenz befreit werden.
immer wieder, wenn es herausfordernd wird, enger oder dichter oder denker, wieder fürs Aufhören entscheiden. Zusammenhängen. Oder vordergründiger und hintergründiger Themen. Und auf das Selbst oder die Selbstlosigkeit zu bewegen, die wir hören wollen. Genauso wie auf die Welt oder Weltlosigkeit zu bewegen, die wir hören wollen. Durch Aufhören. Unser ganzes Herz hinter diese Absicht stellen. Und weiter.
durchlassen, was durchgelassen werden will. Alle Dichte, alle Emotionen. Alle Gedanken, die sie produzieren. Sich alles öffnen kann. Neuromuskulär, synaptisch, genetisch, energetisch. Seelisch. Mit der Bereitschaft, das Wundergewahrsein anzusteuern und in unserem Erfahrungsraum willkommen zu heißen. Dass die neuen Offenheiten und Leere mit Gnade gefüllt sein können. Die Abschiedsprozesse und die Trauerprozesse, sich in Sinnlosigkeit ausdrücken können, nicht länger dauern als notwendig.
aufhören. Natürlich. Es ist auch ein bisschen unmöglich. Aber wir können uns dieser Unmöglichkeit stellen. Sie uns bewusst machen. Schauen, welcher Körperbereich immer wieder zugeht, weggeht, nicht offen bleibt. Welchen Denken und Fühlen wir nicht aufhören wollen. Und uns wieder entscheiden. Thank you.
trotzdem das Wunder zulassen. Auch wenn wir merken, wie notorisch die Zuhörtendenzen sind. Und das erlauben, dass es ein offener Prozess ist. Weiterlaufen kann und uns unsere Entscheidungsfreiheit und Fähigkeit einfach stark vergegenwärtigt, unsere Ausrichtungsnotwendigkeit, wenn wir weiter vorankommen wollen, in Selbstüberwindung. Das nächste Mal oder ein andermal werden wir wahrscheinlich eine ähnliche Arbeit mit dem Sehen machen. Können zum Schluss gucken, wenn wir den Kiefer freilassen, das Wunder ansteuern, unsere Augen loslassen, auch da das Aufhören praktisch aufhören mit dem Zusehen, dem Zuschauen, sondern aufschauen. Erlauben. Und halt den Übergang in den Alltagsraum um uns herum, unser Alltagsbewusstsein einleiten. Und dann, wenn wir gleich was mitteilen oder so gucken, können wir es aus dem Bewusstsein des Aufhörens sagen, können wir aus dem Aufhören sprechen. Unser Persönlichkeit weniger sofort ihr normales Programm anschaltet, vielleicht mehr Offenheit reinkommt in unsere Stimme, in unseren Klang, in unsere Mitteilungsbedarf. Ja.